Hallo zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Ja, heute möchte ich mit euch Grünkohl kochen. Ja, Grünkohl ist natürlich ein Gericht, welches jede Region anders zubereitet. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da wird Grünkohl als Eintopf zubereitet, also mit geräuchertem Fleisch drin, mit Kartoffeln direkt drin und viel, viel Schmalz und also richtig als deftigen Eintopf für die Winterzeit. Ja, jetzt lebe ich im Sauerland schon seit mehreren Jahren und hier ist es so, dass man wohl den Grünkohl nicht mit Kartoffeln zusammenkocht, sondern extra kocht mit Bratkartoffeln oder mit Salzkartoffeln extra dazu reicht und man dann auch Fleisch reinkocht, geräuchertes Fleisch oder halt, ja, normales Schweinefleisch. Also da gibt es auch tausend Rezepte. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich heute aber mit euch den Grünkohl ohne Kartoffeln drin kochen. Also quasi nur ein Grünkohl mit Mettwurst. Ich lasse auch das geräucherte Fleisch weg, also nur kommt Mettwurst rein. Ja, und ich wandle das ein bisschen ab. Ich habe einige Rezepte mir rausgesucht und habe mir dann so einiges abgewandelt und da mache ich jetzt halt mein Rezept von dem Grünkohl raus. Mal gucken, wie es schmeckt. Gekocht wird der Grünkohl heute, es ist für mich auch eine Premiere, in der Cook for Me. Genau, die Cook for Me ist ein elektronischer Schnellkochtopf der Firma Krups. Und ja, damit arbeite ich eigentlich relativ gerne, wenn Eintöpfe gemacht werden müssen oder ja halt One-Pot-Gerichte. Also ist das Gerät eigentlich total klasse. Ich bin sehr gespannt, weil die Menge von dem Grünkohl natürlich richtig, richtig viel ist. Sage ich euch gleich nochmal in den Zutaten, bei den Zutaten. Ja, ich lasse mich überraschen und ich würde sagen, ich zeige euch die Zutaten hier nochmal auf dem Herd und lasse das nochmal hochlaufen zum Mitschreiben. Ja, dann fangen wir mal an. So, ihr Lieben, schaut euch diese Riesenschüssel Grünkohl an. Das ist noch nicht alles. Ich habe noch eine andere Schüssel hinten stehen. Also ihr braucht 1,5 Kilo frischen Grünkohl oder tiefgekühlten Grünkohl. Dann braucht ihr, habe ich hier stehen, 100 Gramm Schmalz zum Anbraten. Dann habe ich 4 Zwiebeln, die ich geschnitten habe in Würfeln, habe da aber noch ein paar Zwiebelwürfel reingepackt aus dem Tiefkühler, weil ich hatte nur drei leider. Salz, dann kommt rein Senf, dann haben wir hier Pfeffer natürlich, Senfkörner, die könnt ihr natürlich optional reinpacken. Ich habe sie noch da gehabt, habt ihr sie nicht, lasst ihr sie einfach weg. 2 Esslöffel, nee, 3 Esslöffel Haferflocken, 1 Teelöffel Zucker und 4 Mettwürstchen zum Kochen. Ja, ihr könnt auch die normalen zum Essen nehmen. Die schneide ich allerdings gleich in Scheiben und die kommen also nicht ganz in den Topf, sondern in Scheiben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ach so, ich habe vergessen, hier die Gemüsebrühe. Da braucht ihr einen halben Liter für fertige Gemüsebrühe. Ich habe jetzt hier die Gemüsebrühe Paste genommen, die ich selber gemacht habe im Thermomix. Die könnt ihr natürlich auch sehr gut dafür verwenden. Also ich mache das so, dass die Zutaten jetzt hier alle zu sehen sind, die nutze ich. Sollte ich nachwürzen oder mehr Schmalz benötigen oder mehr Salz, mehr Pfeffer, werde ich das natürlich abändern in dem Rezept in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, ich fange mal an. Ich habe die Cook for Me jetzt schon mal einsatzbereit gemacht. Und ja, ich habe die Cook for Me auf dem Ceran-Kochfeld gestellt. Es ist so, ich habe also ein Induktionskochfeld und das funktioniert auch wirklich nur, wenn da ein Topf draufsteht. Also von daher, ich weiß, dass man das eigentlich nicht machen soll, aber es passiert bei dem Induktionskochfeld nur was, wenn da ein metallischer Topf draufsteht. Also von daher geht er jetzt auch gar nicht an. Außerdem ist es praktisch, unter die Dunstabzugshaube zu stellen. Ja, so. Der Topf wird eingeschalten, beziehungsweise die Cook for Me. Wir gehen auf manuelle Eingabe und gehen auf klassisches Garen und auf
Na komm, auf Braten. So, der Topf wird jetzt aufgeheizt bzw. erhitzt. Schmalz und Zwiebel werden angebraten. Das zeige ich euch gleich. Die Zwiebeln braten jetzt gerade hier glasig. Und wenn die glasig gebraten sind, hole ich euch noch mal dazu. Dann packen wir dann nach und nach den Grünkohl rein. Ja, also bis gleich. Wir packen jetzt den Grünkohl nach und nach hier rein und lassen ihn halt mitdünsten, so dass er halt ein bisschen eingeht. So, das mache ich jetzt mit der ganzen Schüssel. Immer nach und nach. Lasst ihn einfach ein bisschen einfallen. So, schaut mal. Ich habe wirklich die ganze Menge von den zwei Riesenschüsseln Grünkohl hier in den Topf bekommen. Ja, alles ist so weiter eingegangen. Jetzt kommen die anderen Zutaten dazu. Die Haferflocken, die Senfkörner, der Zucker, ein bisschen Pfeffer, da mache ich jetzt mal so ein Viertel Teelöffel rein. Salz kommt noch rein. Nachsalzen, wie gesagt, kann man ja immer, ne? Senf habe ich jetzt hier. Da mache ich aber auch ordentliche Prise rein, beziehungsweise einen Spritzer. Rühre das erstmal alles um. So. Dann kommt die Gemüsebrühe dazu. Ja, da mache ich nicht ganz einen halben Liter rein. Ich sehe gerade, es könnte zu viel werden. Ah ne, ich mache den ganzen halben Liter rein, weil es kocht eine halbe Stunde. Und so, die Mettwürstchen habe ich hier geschnitten. Die kommen jetzt auch dazu. Alles wird nochmal untergemengt. Ja, so viel ist das gar nicht, wenn man das hier so sieht im Topf. 1 Kilo. So. Upsala, gekleckert. Rein damit. Einmal untergerührt. So. Alles drin, nichts vergessen? Nein. Wir beenden das Programm. Gehen auf Garen unter Druck, aber erst wird der Deckel geschlossen. So. Und wir gehen jetzt auf Garen unter Druck für 30 Minuten. So, und nach den 30 Minuten sehen wir uns dann wieder. Sofortiger Start, ja. Die 30 Minuten sind nun um. Und jetzt gucke ich doch mal, wie das hier aussieht. Ah, okay. Ich gucke noch mal, ob das. Ja, okay, sehr schön. Ja. Ich probiere einmal, ob das gar ist. Kleinen Moment. Eine Gabel und dann gucken wir doch mal, ob der Grünkohl auch durch ist. Ja, sehr gut, sehr lecker. Ich brauche ihn wirklich nicht nachwürzen. Also der ist wirklich richtig gut durch. Ihr seht, eventuell mache ich noch ein bisschen mehr Schmalz dran, was aber eigentlich auch überhaupt nicht sein muss. Ja, da würde ich sagen, mache ich gleich mit euch die Geschmacksprobe. Dazu gibt es heute bei uns Bratkartoffel. Und dann nehme ich euch gleich noch meine Story ein bisschen mit. Aber erstmal geht es ja um den Grünkohl, den wir dann gleich noch mal eben probieren. Was natürlich dabei ist an Kartoffeln, ob Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln oder ob ihr den pur esst, das ist euch natürlich auch überlassen. Ihr könnt natürlich auch die Flüssigkeit noch entnehmen. Hier ist noch relativ Flüssigkeit drin. Die könnt ihr mit einer Suppenkelle natürlich noch ein bisschen entnehmen. Somit habt ihr den Grünkohl ein wenig fester. Mir ist das so angenehm. Und ich würde sagen, ja, Experiment gelungen. Ich erste Mal in der Cook for Me Grünkohl zubereitet. Ich bin sehr begeistert. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich mit euch gleich die Geschmacksprobe. Die Geschmacksprobe von dem Grünkohl steht an. Ja, ich sag euch, also ich bin echt erstaunt.
Eine halbe Stunde hat der Grünkohl jetzt in der Cookformie gebraucht, um gar zu werden. Normalerweise dauert er so eine Stunde, anderthalb Stunde. Ich brauchte kaum Nachwürzen. Ich habe wirklich lediglich ein bisschen Schmalz dazu getan noch. Ansonsten, das Wasser ist okay. Also ich lasse auch das so von der Wassermenge drin. Ich schöpfe also nichts nochmal ab. Ja, jetzt würde ich sagen, probieren wir mal. Und zwar habe ich hier so ein bisschen nur auf den Teller gepackt mit einer kleinen Mettwurst. Wie gesagt, es sind jetzt keine Kartoffeln drin, sondern nur der Grünkohl und diese Gewürze, die ich euch gezeigt habe. Super lecker. Bisschen Mettwurst. Kleinen Moment. Leute. Das richtige Winteressen, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, überhaupt nicht bitter. Kennt ihr das, wenn ihr Grünkohl macht, dass der so ein bisschen bitter ist? Ich habe zwar jetzt ein bisschen Zucker reingetan, aber der ist total mild. Und also, ich bin richtig begeistert. Richtig lecker. Ja, wie gesagt, dazu gibt es heute Bratkartoffel bei uns als Beilage. Ja. Also bin ich froh, dass ich das mal getestet habe. Also ich habe ja echt schon gedacht, oh Gott, wenn es nichts wird, lädt das Video auch gar nicht hoch. Aber es ist richtig gut geworden. Kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Geht in der Cookformie, sofern ihr eine habt, natürlich super. Also bin ich echt begeistert. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, die Zutaten, die frischer Grünkohl, ich weiß gar nicht, wo bekommt ihr frischen Grünkohl? Wahrscheinlich auch in den Geschäften. Ich habe es, wie gesagt, jetzt hier im Hofmarkt Schäffer bei uns um die Ecke gekauft. So wie die Mettwürstchen auch und den Schmalz. Ja, dann würde ich doch sagen, das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Instagram seht ihr das Rezept dann auch, beziehungsweise das Bild und die Vorankündigung fürs YouTube-Video. Ja, dann würde ich sagen, habt einen schönen Sonntag oder eine schöne Zeit. Es ist jetzt gerade Sonntag. Ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen könnt. Aber bleibt gesund, vor allem jetzt. Bleibt richtig, richtig gesund, weil passt echt auf euch auf. Es wird im Moment richtig krass werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich ein neues Video mache. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.